Willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Da sind wir wieder und es geht weiter auf der Reise zum netten Heisenberg. Wo auch immer der sich versteckt hat. Wir waren ja zuletzt hier oben im verbotenen Wald und in der Festung gewesen. Und laut diesem Zeichen hier ist Heisenberg durchgestrichen. Was ja letzten Endes bedeutet, wie wir sehen, ne, durch alle Bosse, die wir sozusagen bekämpft haben und gegen die wir gesiegt haben, da ist ein Kreuz durch. Also haben wir den Heisenberg-Teil tatsächlich beim letzten Mal abgeschlossen. War auch hart genug, davon mal ganz ab, aber der Typ lebt ja noch. Das ist ja das Seltsame an der Sache. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf dem Weg zum Altar machen. Und da das letzte Teil von Rose hinterlassen. Ich habe noch von euch gehört, dass wir hier und da noch diesen Fluss zum Beispiel noch in die andere Richtung entlangfahren können. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal als erstes, um vielleicht noch na so ein bisschen... Was sehe ich da denn? Nice. Damit wir vielleicht noch so ein paar Sachen upgraden können oder so. Weil es scheint ja jetzt mit großen Schritten... Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ich auch. Es geht mit großen Schritten dem Ende entgegen, habe ich das Gefühl. Also ich habe eigentlich gedacht, dass noch irgendwie ein Bossfight oder so gegen Heisenberg ansteht. Aber irgendwie scheint das ja... gemacht zu sein. Wir lassen uns mal überraschen, was da noch kommt. Scheinbar ist das nächste, was wir machen müssen, Mutter Miranda. So, jetzt aber nochmal ab ins Boot. An der Stelle natürlich, wie immer, herzlichen Dank an alle, die immer noch dabei sind, die immer noch Daumen geben und vor allen Dingen kommentieren. Ich bin nach wie vor überwältigt, wie viele Leute hier einen Kommi dalassen. Freue ich mich total drüber. Auch über die kleinen Tricks. Nicht Tricks, eher Tipps. Die vor allen Dingen wirklich die ganze Zeit absolut, ja, jedenfalls Story-Spoiler-frei waren. Das waren wirklich immer nur so kleine Hinweise wie jetzt hier. Von wegen, fahr doch nochmal mit dem Boot in die andere Richtung, da hast du noch einiges übersehen. Das hier ist der Fisch, den wir haben wollen. Der feinste Fisch der Welt. So, war da nicht eben noch irgendwo ein dritter Fisch? Also ein dritter normaler. Scheinbar nein. Hier wird auch gar nichts angezeigt von wegen Fischplatz. Jetzt ist natürlich interessant. Wir haben hier den feinsten Fisch. Wir haben vier normale Fische. Reicht das, um das Menü zu brauen? Ich glaube, man braucht... Ich habe irgendwie sechs Fische im Kopf. Aber wo soll man die denn jetzt noch herkriegen? Also hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Und auch ansonsten... scheint man... Doch da, da geht's noch lang. Ich wollte gerade sagen, sonst kann man hier nicht mehr sonderlich viel machen. Ich habe schon wieder böse Befürchtungen, dass hier gleich wieder irgendein Riesenviech... auf uns einprügelt. Alter, wo sind wir hier denn gelandet? Junge, Junge. Ach was. Hier ist noch ein Lager. Eine antike Münze, wenn man die nicht mal irgendwo noch mit kombinieren kann. Also, DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalvey-Mutamycet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet? Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist,
Können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt? Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Oh, Fragen über Fragen. Da gibt's noch mal ein bisschen was mitzunehmen. Warte mal, wo haben wir's? Da. Teil ausrüsten. Nice. Okay, ich glaube, ich hatte ja unter anderem auch noch den Tipp. Hier, die gute alte Kiste, die man in diesem Teil nicht benutzen kann. Ich hatte unter anderem ja noch den Tipp bekommen. Überleben. Junge, Junge. Aber gut, drei Zombies sind okay. Besser als irgendein böses Riesenviech. Aus hier. Okay. Sehr nice. Ich gehe noch einmal in den Fischteich gucken, ob sich da vielleicht doch nochmal ein Fisch rein verirrt hat. Nee. Keine Fische. Mies. Okay. Puh, hätten wir das. Ja, Abfahrt Richtung Hans-Peter Duke. Dann gehen wir da gleich nochmal ein bisschen shoppen und verkaufen und so. Und ich glaube, dann haben wir es auch. Und dann müssten wir uns ja eigentlich jetzt auf dem Weg ins Finale befinden. Hoffe ich. So, gleich nochmal eben speichern. Sicher ist sicher. Wir gucken noch einmal auf die Map. Alle Häuser sind grün. Es gibt irgendwo, gab es noch ein Haus, wo ich glaube ich nicht mehr hinkomme, das noch rot war. Unter anderem hier, wo war es denn? Da. Luisas Haus, da gibt es einen Raum, der rot ist. Aber sonst? Hier, beim Sägewerk. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Natürlich. Also, Schätze haben wir, das Kristallfragment, einen großen Kristall, den können wir verkaufen. Kristallinen Schädel. Wir haben keine Körper dazu. Ei, wie viel habe ich denn davon? Wow! Der kristalline Hammer. Genau, den können wir einfach verkaufen. Die behalten wir noch. Ich glaube nicht, dass wir den Körper noch bekommen. Eine aufwendig gestaltete Münze sieht aus wie die bei den Bakers. Ach, guck mal an. Erkenne ich jetzt erst. Ist ja interessant. Die gucken wir uns gleich nochmal eben an. Gesehen und gekauft. Ja, ja. Gesehen und gesegnet. Also. Geisterfisch haben wir jetzt auch. Da gucken wir gleich auch nochmal, ob wir den zusammenbrauen können. Ach, Schätze. Okay. Eine einfache Münze ist auch nicht kombinierbar. Genauso wie hier Guglielmos Teller. Aber die Kette, die behalten wir nochmal. Ein gutes, du möchtest etwas kaufen? Jo, möchte ich. Also, nochmal eben hier. Antike Münze kann weg und der Teller kann weg. Nochmal Kohle. Und wir haben aber alles. Ich glaube, es ist alles Max. Mehr geht nicht. Hier haben wir nur unsere alten Waffen. Rezepte haben wir alle. Also ich bin mir so ein bisschen unsicher. In der Theorie könnten wir uns jetzt theoretisch,
Wir könnten uns jetzt theoretisch für unser komplettes Restgeld Munition kaufen. Ich weiß allerdings nicht, ob das sinnvoll ist. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir vor dem Ende sind und ob es jetzt wirklich Sinn macht, das ganze Geld zu verballern, weil vielleicht kommt auch noch was und wir kommen nochmal zum Duke und könnten es dann machen. Essen ist Leben. 6 Fische, verdammt. Komm zu. Ich habe irgendwo, das weiß ich, habe ich einen Fischteich übersehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube hier bei Moro im Gebiet. Ich glaube, das war an irgendeiner Ecke, wo ich nicht mehr hinkomme. Aber wir gehen jetzt nochmal zum Sägewerk. Vielleicht gibt's hier noch irgendwie was. Hier gibt's auf jeden Fall nochmal Wild. Also warum sollte es dann nicht hier auch nochmal Fisch geben? Mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Aber erstmal wohltuend speichern. Und dann schauen wir nochmal ins Sägewerk rein. Ja, ja, Rose wartet. Rose. Immer geht es hier nur um Rose. Hatte mir nicht irgendwer auch noch gesagt, hier auf dem Weg zum Schloss gibt es auch nochmal Fisch? Ach, die haben wir. Ja, die haben wir schon geholt. Na, Mist. Miste. So. Also hier nochmal zurück zum Sägewerk. Und jetzt nicht da rein, sondern hier entlang, weil hier haben wir beim letzten Mal gar nicht so viel gefunden und hier liegt noch ein Schatz. Das wissen wir. Fische sehe ich hier leider nicht. Was hätte denn... können wir hier nicht gucken. Was hätte denn die... Ach so, mehr Ausdauer oder so oder schnellere Renngeschwindigkeit wäre es gewesen. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht das große Drama, wenn wir es nicht haben. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Interessant. Die monolithische Kirche. Von hier aus könnte man eventuell darüber, aber da war kein Boot, wenn ich mich recht entsinne. Ich will jetzt einmal gucken, was passiert, wenn wir so ein Fass sprengen. Außer Bumm, nichts. Nicht dein Ernst. Es war jetzt nicht wirklich so einfach, dass man hier einfach rüberrennen kann. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Da gibt's nochmal wildes Wild. Und nochmal Minen. Kann man alles gebrauchen, nehmen wir alles mit. Ein Kristallfragment. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh. Oh. Oh nein. Oh, der hat Lunte gerochen. Ja, komm ran hier. Ich weiß nicht, ob der hier durchlaufen kann. Kann er. Oh Gott, jetzt wird's eng. Oh Gott.
Oh nein, was ist das denn? Oh nein! Wie ungünstig! Eieiei! Oh Gott. Das ist da alles Kacke. Hier, meine Lieblingswaffe. Oh, mein Gott. Schuss ins Herz. Ende im Gelände. Oh, meine Herren. Ich weiß ja nicht, ob sich das alles hier jetzt gelohnt hat, ey. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall kriegen wir nochmal eine kristalline Riesenaxt. Das ist nochmal mehr Kohle. Also, alleine geldtechnisch müssten wir uns mittlerweile so fett mit Muni ausstatten können, dass ich eigentlich guter Dinge bin. Ich habe aber echt... Ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt das ganze Geld in Munition stecke, dass wir dann vielleicht nachher für eventuell doch noch eine Auflevelung der Waffen keine Kohle mehr haben. So, auf jeden Fall muss hier jetzt noch irgendwo ein Schatz liegen. Das war ja ein riesengroßer Spaß. Ne, 3 Kugeln verbrauche ich dafür nicht. Da rüsten wir doch mal eben das Messer aus. So. Sehr schön. Oh. Geflügel? Wild? Warum habt ihr keinen Fisch hier? Ein bisschen Fisch. Das wär's gewesen. Fisch! Ach komm, ein Fisch. Es fehlt mir noch ein Fischteil. Ach, das ist nicht euer Ernst. Ein blödes Fischteil fehlt mir noch. Naja. Ist dann wohl so, wie es ist. Ist dann, wie es fischt. Müssen wir mit leben. Und da haben wir Vater Nikolas Engel. Nochmal ein bisschen Knete. Schießpulver. Lei. Und das dürfte es dann gewesen sein. Willkommen zurück. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Schöne Scheiße ist das. Oh, Mann. Naja, nochmal ein bisschen Crafting-Material und ein bisschen Lei. Raus hier. Bloß raus hier. Ja, good luck. Puh. Das war ja nochmal richtig stressig. Das hat ja fast nochmal eine ganze Folge gefüllt, ey. Meine Herren. Aber ich möchte behaupten, jetzt haben wir
fast alles, oder? Also man könnte nochmal hier zum Hause Beneviento gehen. Da gibt's tatsächlich auch nochmal Wild und hier oben noch das Kugellabyrinth, für das ich die Kugel allerdings nicht gefunden habe. Das war Dimitrescu aus Beneviento, aber da ist auch kein Fisch. Also ich glaube, es scheitert wirklich an einem verdammten Fisch. Und das wurmt mich. Das wurmt mich wirklich. So. Soll ich etwas für dich auswählen? Nee, du kannst einfach mal wieder ein paar Sachen kaufen, die ich gerade erbeutet habe hier. Kristall, nochmal kristalline Riesenaxt. Und dann noch Vater Nikolas Engel. Aha! So, wir haben so viel Kohle. Und guck mal, Munition ist doch auch gar nicht so teuer. Ich mach das jetzt einfach. Was würde es denn kosten? Ja gut, wenn was. Aber es ist... Ist das einfach nur eine Ladung? Sind das jetzt 15 Schuss? Oder sind das 15 mal 7, oder? Das sind 15.000. Da hattest du ein Auge drauf, was? Guck mal, so viel Geld verlieren wir gar nicht damit. Eine interessante Wahl. Ich hoffe, dass mir das Geld dann am Ende gerne nicht fehlt. Gerne. Noch etwas? So. Beachte mich gar nicht. Dukes Feinkost, uns fehlt ein Fisch. Es ist unfucking fassbar. Unfassbar. Dank. So. Wir bauen uns hier noch ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Davon noch einen. Ja. Kämpfe deine Treue. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir sind gut ausgestattet. Aber sind wir auch hierfür jetzt gut ausgestattet? Oh, ich habe den anderen. Ach, ich weiß gar nicht. Hatte ich das in irgendeiner Aufnahme drinne, wie ich die Arme schon reingesteckt habe? Oder war das in der Aufnahme, die mir verloren gegangen ist? Ich weiß es nicht. Wir stecken es rein. Werden sehen, da öffnet sich nicht ganz so viel. Da wurde uns das da gezeigt. Da geht's jetzt aber, da waren wir ja schon hier, ne, in Werwolfland. Und da gibt's auch keinen Fisch. Da gibt's keinen Fisch, glaube ich jedenfalls nicht. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt komplettieren wir. Kelch des Giganten. Was? Gigant hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Heisenberg aufsuchen. Okay. Tschüss, Duke. Gespeichert haben wir, ja? Okay, das war jetzt kein Slowdown von meinem Rechner, sondern das sollte so. Er hat es auf jeden Fall geknallt. Ah, den können wir hier reinstecken. Wollte ich das? Wollte ich hier runter? Da ist doch gerade eine Brücke aufgegangen. Ich frage mich gerade, ob man vielleicht noch schnell hätte rausspringen können, aber wahrscheinlich nicht. Eher unwahrscheinlich. So, wie weit geht's hier noch? Kann man nicht sehen. Man kann es nicht sehen. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha!
Na los, komm einfach über die Brücke. Also, da sehen wir doch, dieses Heisenberg-Ding ist noch nicht durch. Weil genau, er ist in dieser Fabrik. So. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Interessant. Hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, vielleicht wird dieser Heisenberg-Nummer ja doch noch so ein bisschen Resident Evil 7 Terror-Kino. Okay, ich verfluche mich jetzt schon ein bisschen, dass ich eben so viel Kohle ausgegeben habe. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir die Kohle nicht auch wieder reinkriegen würden. Okay, es geht nur hier runter. Es geht immer nur abwärts, man kennt es. Geht immer alles nur abwärts. Ich traue dem Braten hier nicht. Überhaupt nicht. Was ist das? Mia? Wahrheit und Wählen? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeihen. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Verdammt!